Sringi Asana, die Stellung des Yogameisters Sringi. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung. Von hier nimmst du die Hände unter die Unterschenkel und fasst mit den Händen um die Zehen. Dann bringe die Zehen in die Höhe des Kopfes. Bleibe dort ruhig sitzen und schaue zur Nasenspitze hin. Atme dabei tief ein und aus und genieße diese Stellung des Gleichgewichts. Eine kleine Variation ist noch, dass du mit dem Zeige- und Mittelfinger um den großen Zeh herumfasst und den Daumen auf den großen Zeh. Und damit stimulierst du auch Ajna Chakra, denn der vordere Großzehenpunkt ist ein Punkt zur Stimulierung von Ajna Chakra. Diese Stellung kultiviert Gleichgewicht, ist eine gute Stellung auch für die tiefen Bauchorgane, die eine gute Massage bekommen. Hüftgelenke werden flexibel und die Stellung fördert Konzentration, Gemütsruhe und Pratyahara, Zurückziehen der Sinne. Sringi gehört also zu den 84 Nath-Siddhas, also den großen Yogameistern der Natha-Tradition, die auch mit Hatha-Yoga in Verbindung gebracht werden. Sringi ist auch die Bezeichnung in einer Fischart, einer Wassernuss und vieler anderen botanischen Pflanzen. In jedem Fall ist Sringi auch die Bezeichnung einer Heilpflanze im Ayurveda. Wenn wir aber hier von Sringi Asana sprechen, dann ist es die Stellung des Yogameisters Sringi. Alle Informationen über dieses und andere Asanas auf wiki.yoga-vidya.de.